glorreichen Sieg über Burgund letztes Mal können wir uns jetzt weiter aufbauen und ja, mit Hilfe von Burgund ja ein bisschen mehr erreichen als alleine, denke ich. So, wir machen natürlich gleich weiter. So, ja, Staatsehen haben wir ja mit im Prinzip richtig vielen Ländern. Brauchen wir uns also gerade nicht mehr wirklich drum kümmern, der Berater ist auch schlecht. So, ich meine, den hier. Nur drei, das bringt es jetzt nicht so wirklich. Lassen wir es lieber so. So, was können wir noch machen? Gerade unsere Aufgabe ist wieder die Krone zu bekommen. Das könnte auch gut möglich sein, dass wir das bekommen. Ja, also wenn der böhmische Spieler, was auch immer, dann das jetzt nicht noch irgendwie schafft, hier die, wie heißt es noch gleich, die Kurfürsten stark zu überzeugen, dann war es das für den. Dann werden wir Kaiser. Aber es gibt dann halt auch einige neue Sachen, an die man denken muss. Einige neue Verpflichtungen. Aber dafür auch mehr Macht. So, wir haben 758, deswegen würde ich sagen, bauen wir mal ein paar dieser Armories hier. Des Weiteren interessiert mich mal, was kriegt man hier denn? Lokale Produktionseffizienz, Steuereinkommen plus 1. Ja, also die Gebäude sind zwar immer noch nicht wirklich schlecht, aber wie schon mal in einem anderen Part erwähnt, ist jetzt auch nicht mehr so übel wichtig. Ja, wir bauen jetzt ein bisschen die Armories hier aus, überall in unserem Gebiet. Dann kriegt man mehr Manpower und die Manpower wird auch schneller wieder aufgefüllt. Können wir besser Kriege führen. Auch nicht schlecht, würde ich sagen. So, dann muss man gucken. Ja, viel tun können wir gerade nicht. Wir müssen warten, bis der werte Kaiser stirbt. Oder bis halt irgendwas anderes passiert. Aber momentan ist ja ziemlich Friede, Freude, Eierkuchen hier bei uns. Lienz. Lienz ist da drüben. Da müssen wir dann mal unsere 18.000 Mann hinschicken. Also ihr merkt, ich spiele auf einem relativ hohen Geschwindigkeitsgrad, weil sonst braucht es ja alles ein bisschen zu lange. Dafür gibt es ja aber irgendwann auch mal einen Krieg. Da werde ich dann natürlich runterschalten, ist logisch. Aber ich spiele mir sowieso meistens auf 3 oder auf 4. Egal ob Krieg ist oder nicht. Ja, so, dann bauen wir hier mal die Armory. Und wir geben dem Burgunder nochmal eine kleine Finanzspritze. Man kann ja nicht schaden, wenn wir unseren Vasallen etwas unterstützen. Unseren Personalunionspartner meine ich. Oh, das ist doch ein netter Berater, wie ich gerade gesehen habe. Hier. 15 Technologie auf, ja, Government-Technologie. Den tauschen wir jetzt mit unserem Infamie-Typen, also mit dem Diplomaten ein. Weil, ja, wir haben sowieso keine Infamie und wir führen in nächster Zeit sowieso keinen Krieg. Also von dem her kann man das auch weglassen. So, was machen wir hier? Würde ich sagen, gehen wir mal eins auf Zentralisierung oder innovativ oder eins auf Qualität. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade echt am Überlegen. Ich denke, wir gehen eins auf... Wie sind wir denn so technologisch? Ja, nicht ganz so geil momentan. Gehen wir mal eins auf innovativ. Trade Technology haben wir jetzt ein... Ja, das mit der Manpower, was will ich eigentlich lassen? Na, dann lassen wir das mal. Trade ist jetzt sowieso nicht so wichtig für uns. Gehen wir hier mal noch 3 Punkte drauf und... Ich weiß gerade auch nicht, meine Stimme ist ein bisschen im Arm. Ja, weiß ich auch nicht. So, dann muss ich hier, machen wir es so. So, das passt schon, denke ich. So, ja, Frankreich ist halt ein sehr innovatives Land. Da haben die halt eben diesen Vorteil. So. Wir könnten auch mal zu dem Württemberger ein kleines Geschenkchen senden. Und auch zu dem Badener. Und die Pfalz will wieder eine Heirat, klar. Ich
nehme das einfach immer an und sage danach irgendwie immer was, weil, keine Ahnung. So, Hessen und Württemberg, logisch. Und wer noch? Mecklenburg und Mantua. Jetzt verrecken sie aber alle wie die Verrückten hier. Unsere ganzen, ja, Mitkönige, wie auch immer, die anderen Herrscher verrecken gerade wie die Fliegen. So, ich denke, das war's so ungefähr. Ja. Ah ja, Mailand. Hier, ha, wie sieht's aus? Machen wir wieder eine Staatsehe? Ja, natürlich. Sehr schön. Muss man mal gerade bei Moldawia gucken. Die wollen auch. Das ist doch gut. Und die Walachei will jetzt plötzlich auch. Sehr schön. Und Bulgarien? Maybe. Mal gucken. Auch. Cool. Ja, Frankreich wurde exkommuniziert. Schön. Sieht mich nicht so wirklich. Und Byzanz sogar auch. Was geht los? Alle lieben uns ja plötzlich. Was geht ab, meine ich. Dann müssen wir mal mit England. Schottland gibt's ja nicht mehr. Und die Provence gehört England. Das finde ich irgendwie eklig. England ist ein bisschen zu mächtig. Es geht immer darum, man muss in Europa Universalis, vor allem halt mit Österreich zum Beispiel, immer aufpassen, dass weder England noch Frankreich noch Kastilien zu stark wird, weil sonst überrennen die nachher einen, sobald sie auch noch Kolonien haben. Ja, wir holen uns jetzt lieber die 209 Dukate auf einmal und machen halt wie minus 5% nationaler Steuermodifikate, ist dann weniger schlimm. Also ich will jetzt eigentlich ungern die Stabilität verlieren. So, Thüringen, klar. Ragusa, wie sieht's mit euch eigentlich aus? Very likely. Sehr schön. Ja, wir sind also insgesamt relativ gut angesehen. Wie sieht's mit den Ländern in Russland aus? Ich denke, die wollen eher weniger. Maybe. Auch angenommen. Wow. Ja, Österreich ist gerade richtig beliebt, wie es aussieht. Ja, okay, bei denen steht es unlikely. Unlikely, ja, unlikely meine ich. Ja, die haben es abgelehnt. Ja gut, egal. Die Muskovy-Typen auch, naja. Aber ja, ein außenpolitischer Erfolg mal wieder. Dadurch, dass wir so viele neue Staatsehen haben. Ja, Portugal mag uns nicht so wirklich. Kleve, klar. Ja, wir könnten jetzt Baden und Württemberg Diplo annektieren. Und da haben wir halt eben keine Kernprovinzen, das ist dann auch nicht so toll. Deswegen müssen wir warten, bis wir mal die Aufgabe bekommen, die Diplo zu annexen. Also Diplo-Annexing-Aufgabe. Ja, und dann kriegt man vielleicht Kernprovinzen drauf und dann haben wir das Problem nämlich nicht. Sardinien habe ich ganz vergessen. Und Mecklenburg, klar. So. Ich find's lustig, Dänemark hat hier unten eine Provinz bei den Hafsids. Hatte ja vorhin da unten nochmal eine. Marokko hat jetzt hier Provinzen und da Provinzen. Die Hafsids sind eingeschlossen zwischen Marokko. Okay. Marokko und die... Ja, Marokko ist mit den Mamelucken verbündet und mit den Hafsids und die Mamelucken mit den... mit Marokko und der Goldenen Horde. Lustige Bündnisse da. Ja, die Osmanen sind im Prinzip mehr oder weniger tot. Die haben jetzt hier noch ein paar Gebiete. Ja, da kämpfen sie alle drum, irgendwie hier vorherrschend zu werden. Karaman, Eretniz, sogar die Mamelucken sind da oben. Die Osmanen wollen natürlich auch wieder ihre Macht zurückerlangen. Ja, Polen wird langsam auch immer kleiner. Gerade eben war da ganz groß Mazowien, jetzt sind die ganzen Provinzen wieder an Polen gefallen, das geht hier immer hin und her. So, dann, ja, es wird unsere Technologie immer besser. Ja, Holland ist immer eine Nation, die immer weit vorne ist. Ja, dann kommt Frankreich, weil sie halt eben so innovativ sind. Und weil menschliche Spieler, glaube ich, irgendwelche Forschungsabzüge bekommen, da bin ich mir fast sicher. So, wir gehen jetzt mal hier noch ein bisschen mehr
drauf auf Land, weil wir brauchen unbedingt gleichwertige Truppen wie unsere Gegner. Wenn wir das halt eben nicht haben, dann haben wir ein Problem. So, da bekommen wir auch für Produktion und Regierung bekommen wir, haben wir ja auch zwei Berater, also ist es weniger schlimm jetzt. Damit wir da nicht mehr so viel investieren. So, jetzt haben wir 1000 Gold. Ja, ich wollte mal doch weiter Dings bauen. Wie heißt noch gleich? Die Armories. Und was mir irgendwie gerade auffällt ist, dass manche Länder, die kommen die ganze Zeit, wollen neue Heiratsanträge machen sie uns. Zum Beispiel Meißen, die kommen relativ oft oder auch die Pfalz. Andere Länder kommen sehr selten. Tja. Woran das so liegt. So, dann bauen wir hier hinten auch mal noch die Armories aus. Wann kann man das Trainingsfield Field bauen? Okay, 12, ja gut. So. Ja, Böhmen hat irgendwie ein bisschen Rebellenprobleme, wie man gerade sieht. Und bald haben sie auch noch ein anderes Problem. Und wir haben dafür einen Vorteil, wir sind bald Kaiser. Wobei ich das immer mal wieder überprüfen muss, ob alles noch passt soweit. Sieht sehr gut aus. Vielleicht können wir Trier ein bisschen Geld geben. Bitte sehr. So, jetzt sieht es auch wieder besser aus. Ja, sehr schön. Ja. Kann man so lassen, manchmal muss man es echt immer mal wieder anschauen. Nicht damit dann der jetzige, ja, das Böhm nochmal den Kaiser stellt. Habe ich nämlich nicht so wirklich Bock drauf. Hier haben wir nochmal so einen neuen, brauchen wir ja momentan nicht, haben wir einen für 15. Man kann immer nur einen Berater der gleichen Sorte einstellen. Also ich kann jetzt nicht drei Rufabbautypen nehmen oder drei Government-Typen. Das geht nicht. So, ich hoffe ja, damit ja der Kaiser endlich stirbt. So. Und dann kriegt man ja, richtig gut wäre es, wenn wir schon dieses Mal den Thron von Burgund bekommen würden. Hier steht nämlich On Monarch Death, Burgundy gets interheided by Austria. So, dann sollten wir sie bekommen. Wäre natürlich echt geil, wenn wir die wirklich mit Kernprovinzen und allem drum und dran bekommen würden. Aus ein paar Gründen, mehr Provinzen. Da oben können wir die Provinzen ins Reich machen. Kriegen dafür dann Reichsautorität. Und ja, machen wir hier mal die 83 Dukaten, wäre jetzt nicht so wichtig. So. Ah, Zypern muss man mal wieder. Kreta, ja, nee. Gehört noch zu Venedig. Kleve ist auch so ein Land, wo immer mal irgendwie jedes zweite Jahr kommt. So. Ja, meine werten Böhmen, wie sieht's aus? Sterne ist der an die Macht gekommen. Ja, gut. Gebt mir immer noch ein paar Jahre. Und dann wird der nämlich abtreten müssen. Ja, ich denke, Rudolf der Vierte ist bis jetzt einer, oder ist unser erfolgreichster König. Ja, der andere hat ja relativ wenig gemacht, der ist ja relativ schnell gestorben. So, dann gucken wir gerade. Armories haben wir jetzt hier überall. Nur da fehlt noch eine. So. Government Technology 8. Auch gut. Ja, jetzt sind wir nicht im Krieg. Jetzt wird man auch relativ schnell grün. Zwar nicht ganz so grün wie das wäre der Frankreich da drüben, aber immerhin. Ja, also den Krieg gegen
Ungarn und so weiter könnten wir jetzt schon richtig gut gewinnen, weil wir einfach schon technologisch den ziemlich weit voraus sind. Wobei Landtechnologie jetzt nicht so wirklich, da sind wir auf demselben Level. Ja, wenn wir da noch ein bisschen höher kommen als Ungarn, die übrigens eine östliche Technologie haben, genauso wie die ganzen Länder hier auf dem Balkan, ja, dann haben die schon so ein Problem. Ich habe zum Beispiel mal mit Russland gegen den Deutschen Orden gekämpft, also mit Muskovy gegen den Deutschen Orden. Und die waren einfach irgendwie zwei oder drei Technologien vor mir und haben mich dann übel fertig gemacht, weil ich konnte einfach nichts machen. Ich hatte zwar dreifach so viele Truppen, aber hat trotzdem nichts gebracht. So. Das ist aber schade, wenn der eine gestorben ist mit dem Produktionstechnologiezeug. Ja gut, dann braucht man momentan gar keinen einstellen, weil die bringen es alle nicht. So, ja, die Technologiekarte ist auch immer ganz nett anzuschauen. Und jetzt gehen wir mal wieder auf die Politikkarte. Und was mich doch gerade mal interessieren würde, das können wir so nebenher mal machen. Das lassen wir ein bisschen langsamer jetzt laufen, aber wir gucken mal, wer ist denn mit wem so im Krieg. Wir haben den Kriegsgrund gegen Frankreich und gegen die Mamelucken. Wahrscheinlich diese Excommunicated Ruler-Dings da, keine Ahnung, und gegen die Mamelucken Heiliger Krieg. Ja, dann, ja genau, Excommunicated und Holy War. So, gucken wir uns gerade mal die momentanen Kriege an. Byzanz, Bosnien, Serbien und Armenien gegen Kandahar. Kandahar ist irgendwo hier. Kandahar ist, keine Ahnung, wo sind die? Sind nicht irgendwo, die Kandahar müssten, hier sind sie, die hier. Dann kämpfen Joseon, Jin und Song gegen Kuya-Jurchens, Haxi-Jurchens und Wild-Jurchens. Ja, ist alles in China. Dann Tianwan, Arakan, ja, alles in China, alles in China. Dann kämpft Kandahar auch noch gegen andere Länder. Aber jetzt haben sie gerade irgendwie verloren, glaube ich. Ja, es sind erst mit drei Kriege weg oder so, weil die einen Frieden geschlossen haben. Ja, das ist alles auch relativ unwichtig hier. Ja, Nogai kämpft gegen die Goldene Horde, Kasak und Khorasan. Ja, die Nogai haben sich gegründet durch eine Revolution vermutlich. Nein, unser Master Recruiter von ganz am Anfang vom Spiel ist gestorben jetzt. Jetzt verrecken gerade unsere ganzen Berater, das ist aber nicht gut. Ah, wollen nicht, okay. So, gibt es irgendein Land, das gerade nicht mit uns verheiratet ist? Und gerade am Schauen. Ne, sieht ganz gut aus. Vielleicht können wir mal hier noch die irischen Länder fragen, beziehungsweise Tirone, weil Munster ist ein Vassal. Die wollen. Ja, es stehen auch ziemlich alleine da, nur Norwegen und mich irgendwie. Ja, mit denen will halt niemand was zu tun haben. Immer noch abgelehnt. Finde es ein bisschen schade, warum eigentlich? So. Ja, unser Hauptziel. Wobei es mir ein bisschen zu schnell geht, muss ich ehrlich sagen. Aber naja. Auch nicht so schlimm. So, Ansbach und Luxemburg wieder eine neue Staatsehe. Wir haben einen neuen König. So. Und ich würde fast sagen, damit wir jetzt gleich einen neuen Part machen, ich denke, wir warten noch bis 9, bis 1390. Gucken uns gerade mal nochmal unseren Vasallen an, ob wir dem nochmal eine Finanzspritze geben. Der hat 30.000 Mann, 31.000 Mann. Das Problem von Burgunder ist immer, er hat 30.000 Mann da oben, aber 0 hier unten fast oder 5.000 maximal. Und das ist immer dem sein kleines Problem. Ja, es kann dem immer relativ schwer zu schaffen machen, vor allem wenn hier unten Rebellen entsteht und Frankreich ihn nicht durchlässt. Habe ich auch schon gemacht, als ich Frankreich gespielt hat. Unten Rebellion hier unten in Burgund. Und ich habe die einfach nicht durchgelassen und dann haben sie da unten ihre Provinzen verloren. Das war auch nicht so toll unbedingt. Für meinen Gegner sozusagen. Ja, Schweden gegen Nogai. Naja. Gibt es dringendere Gegner. Zum Beispiel die Goldene Horde. Oder die Mamelucken oder die Marokkaner. Naja. Hier können wir immer noch Holy War machen. Jetzt müssten wir gegen die eigentlich auch Holy War Kriegsgrund haben. Ja, haben wir auch.
Und Frankreich hat jetzt auch immer mal wieder einen Vasallen geschluckt. So, ja, Frankreich ist ja unser Verbündeter. Und deswegen hoffe ich, dass auch hier die Situation zwischen Burgund und Frankreich ruhig bleibt. Und ja, das war jetzt wieder ein bisschen Politik, ein bisschen schauen, ein bisschen überlegen. Ja, ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat und nochmal sorry wegen dem Schluss vom letzten Part. Da habe ich dann gesehen, ach, es sind ja genug, ist ja genug Zeit im Prinzip und da habe ich gedacht, ja, da brauche ich jetzt nichts mehr machen. Ja, also sorry deswegen, fällt mir gerade noch by the way ein und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und wir haben jetzt zum Abschluss noch Zentralsahara, ja, entdeckt. Claps. Ja, vielen Dank Spiel und vielen Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt. Und dann ciao Leute, bis zum nächsten Part.